war's Traum oder wirklich, als ich in dieser Stadt irgendwo in Gedanken jenen Laden betrat. Was macht hier im Laden die meiste Freude? Nette Leute kennenzulernen. Sie kennt den jungen Mann zum Beispiel, der mit einem ganz bestimmten Erbstück wirklich gar nichts anzufangen wusste und es dringend loswerden wollte. Auch der Geschichte dieser Dame nimmt sie sich an, die eine spezielle, bereits getragene Uhr aus gutem Grunde sucht. Warum gehen Sie nicht in ein Uhrengeschäft? Weil diese Uhren mehr zu erzählen haben und individueller sind. Oft wird hier bei ihr nicht einfach was geh- oder verkauft, sondern auch eingetauscht. Und manchmal steckt ein langer Prozess dahinter. Dann, glaube ich, entscheide ich mich doch für diese. Das kommt von der Mutter, eine von unserer Kundin. Die hat das uns neulich verkauft. Sie sagte, die Mutter ist seit 7 Jahren gestorben und sie brauchte so lange Zeit, von dieser Sache sich zu trennen. Diese Dame hingegen hier, die wurde schnell getrennt, sprich entrahmt. Und zwar von dieser Dame, die uns zum Kennenlernen ans Herz gelegt wurde. Dr. Dana Lüttke. Aber Vorsicht, wer in ihre wundersame Welt der Kuriositäten und Antiquitäten hier im Bremer Steintor erstmal eintaucht, sei gewarnt. Denn manchmal dauert's, bis man wieder herausfindet, alles hier hat Geschichte. Ich recherchiere diese Objekte, ich versuche mehr über die Objekte zu erfahren und am Ende einen Preis zu geben, das zu schätzen. Vieles, was die 57-jährige gebürtige Rumänin auf Lager hat, ist fesselnd. Eine uralte Wüstenrose, kristallisiert in der Sahara, kann sie bieten. Ihr Reich beschränkt sich zwar auf knappe 40 Quadratmeterchen, und doch hat sie hier 20.000 Objekte. Um es kurz zu machen, es ist eng hier und wenn was kaputt geht, auch teuer. Ich habe von Anfang an zu meinem Mann gesagt, ich bin der Elefant in den Porzellanladen. Und das war ich auch so bekannt von meinen Kollegen in den Uni-Zeiten. Die wussten das. Ich war ziemlich clumsy. Eine spannende, bewegte Uni-Zeit hatte sie in den 80ern in Cluj-Napoca, zu Deutsch Klausenburg. Geologie und Mineralogie hat sie studiert, Ausgrabungen gehörten da dazu. Und promoviert hat die in Siebenbürgen aufgewachsene Frau in Geowissenschaften. Ein Leben voller Wissenschaft liegt hinter ihr. Über 2 Jahrzehnte lang hat sie mit ihrem Wissensschatz auch Rumäniens größtes Mineralienmuseum belebt, als Kuratorin. Nur die Kraft der Liebe zu einem deutschen Mineralogen hat es möglich gemacht, dass diese Frau nun hier in Bremen zwischen den Antiquitäten und anderen kuriosen Schätzen sitzt. Überqualifiziert, ohne Frage, aber glücklich. Sie haben sich ausgerechnet am 9.09.2009 kennengelernt, um 21 Uhr abends? Genau, das war eine magische Zahl. Und für sie lebensverändernd. Sie hat hier in Bremen daraufhin komplett neu angefangen. Und seit sie hier ist, gibt's in Bremen Elefanten in Schubladen. Nach kurzem Schreck dann doch Erleichterung. Sie sind aus Gestein und passen hier rein. Dieser Laden hat mir viel gut getan. Erstmal langsamer mich zu bewegen, weil ich war immer sehr schnell. Und jetzt muss ich vorsichtig sein. Und es ist besser, langsamer zu sein. Und noch ein letzter guter Rat? Ich kenne eine, Ruxandra Popescu, die ist voller Taktgefühl.